Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Atlas Fallen, Rain of Sand, ist in den Game Pass gekommen. Das wollen wir uns mal angucken. Das können wir direkt mal machen. Natürlich machen wir Schwierigkeitsgrad wieder auf einfach. Also ich muss sagen, keine Ahnung, was für ein Spiel das ist, aber einfach ist immer einfach. So, die Lebensquelle unserer Welt verbirgt sich im Sand. Essenz. Schatz des Telos, Gottheit der Sonne. Jahrhundertelang unterwarf sich die Menschheit Telos Willen. Wir bauen so lange Essenz ab, bis unsere Körper zerschunden sind. Dabei wird vielen von uns selbst ein Name verweigert. Jeden Tag durchqueren sie zerstörte Lande. Jeden Tag sterben sie. Durch Sandphantome oder die Peitschen ihrer Meister. Jeden Tag. Telos kümmert das nicht. Dieser Kreislauf wird ewig weitergehen. Außer jemand erhebt sich aus dem brodelnden Sturm. Ich denke mal, das sind wir. Wo bin ich? Meine Handgelenke sind gefesselt. Fliehen zum Licht. So, dann fliehen wir mal zum Licht. Das hat was von Avatar, oder? Okay, warte mal, wir müssen ein bisschen mit der Lautstärke hier spielen. So, probieren wir es mal so. Also das Spiel kam schon letztes Jahr im August raus. Ist aber jetzt erst im Game Pass. Deswegen testen wir das heute einfach mal. Oh. Ein Bösewicht. Achso, Y ist ein starker Angriff. Ausweichen RB, alles klar. Vielleicht eine Stimme. Ja, eine Stimme. Ja, ich glaube, Lautstärke ist okay, ne? Von wo? Sandhaut. Oh, okay. Ich nehme an, Sandhaut ist blocken. Doch ein bisschen laut, oder? Warte mal. Nur mal eben gucken hier, audiotechnisch. Nö, da ist nichts von wegen Dynamik oder so. Okay, wir lassen es erstmal so. Und gucken, was passiert. Die Stimme. Wer bist du? Oh, ah. Da habe ich falsch geguckt. Aber sieht schon cool aus, muss ich jetzt mal so sagen, ne? Ich habe schon gelesen, der Anfang soll etwas langwierig sein. Aber es wird dann richtig gut.
Ich weiß ja nicht, ob das Souls-like ist. Ne, da, also die Kämpfe sollen wohl so ein bisschen Souls-like sein. Aber die Spielmechanik an sich nicht. Was gut ist. Toren werden mich nicht gehen lassen. Okay, warte mal, das ist echt doch zu laut, ne? So ein bisschen leiser. Diese Kreaturen das zerschmettern. Mich nicht gehen lassen. Ich werde hier festgehalten. Boom. Ich weiß, was hier passiert. Jedes Mal. Toffel, einen wunderschönen guten Morgen. Was sehen meine trüben Augen da? Ein alter Mann, der dicke Hunde verbaut. Jawollo. Jawollo. Zum Einstand nach dem einwöchigen Urlaub. Gucken wir doch einfach mal, was hier so im Game Pass abgeht. Ja, das ist neu hinzugefügt worden. Ist zwar schon ein Jahr alt, aber kam jetzt halt erst. Und schauen wir mal. Ein deutsches Studio. Aus Frankfurt. Den geben wir natürlich mal die Chance, sich zu beweisen. Und wie geht's dir? Wie geht dein Urlaub vonstatten? Nein, du kannst nicht entkommen. Oh. Die sahen ein bisschen wild aus. Oh, Figur auswählen, okay. Ich würde gerne einen anderen Charakter. Ah ja, hier. Nehmen wir den, ne? Stimme. Ja, nicht ganz wie geplant, aber schon ganz gut. Ah ja, siehst du. Wissen für Wissen klingt nach... Die Welt wird sich verändern. Hauptsache mal ein bisschen frei, ne? Weise. Oh, cool. Ade. Oh, was nimmt man da? Was nimmt man da? Mal erstmal weiter gucken. Die sehen eigentlich gar nicht so gut aus, ne? Die ganzen Frisuren hier. Ja. Not so nice. Vielleicht das nehmen. Okay, und Bart mäßig. Das würde ja ganz gut passen, ne? Sowas ist unmöglich bei mir. Was ja, wenn der Oberlippenbart nicht wäre, ne? Dann würde es ja funktionieren. Dann würde es ja funktionieren. Ja, in Kombination mit meiner Frisur, die ungefähr so ist, sehe ich so schrecklich aus. Was haben wir denn noch an Kurzhaarfrisuren? Oh Gott. Ich glaube, wir nehmen die, aber einen anderen Bart, ne? Nehmen wir den. Der sieht ganz ordentlich aus. So, da sind meine Haare allerdings ein bisschen dunkler. Ja, das geht schon mehr ins Rötliche. Und das ist eher so meins, ne? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hautfarbe passt. Gesichtsform, okay. Lassen wir so. Augenform. Können wir die Farbe mal anpassen? Ja, das ist so eher meine Farbe, ne? So, was sonst? Gesichtsmerkmale. Ist okay. Kleidungsfarbe. Gehen wir in Richtung Bleu. Okay. Schauen wir mal.
Ah. Der lädt so schnell. Eine Stimme. Hey. Hey, ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Ich höre dich. Du bist in Sicherheit. Wer? Was? Wir haben ein Lager aufgeschlagen. Du bist sicher. Ich bin am Leben. Die Phantome haben angegriffen. Du wurdest niedergeschlagen und wir konnten dich hierher zurückbringen. Und die anderen? Wir haben viele von uns verloren. Wir haben ihre Leichen eingesammelt, aber Reef und Finderin fehlen. Die sind noch immer da draußen? Bei den Phantomen? Ja, und vielleicht am Leben. Dann müssen wir nochmal da raus und nach ihnen suchen. Unmöglich. Die Wachen lassen uns nicht aus dem Lager. Ich werde mit dem Hauptmann sprechen. Wir haben Finderin so viel zu verdanken. Das stimmt. Sie hat uns gezeigt, was Hoffnung ist. Aber wie stehen deine Chancen, sie zu finden? Ich muss es versuchen. Wo ist Morat? Im oberen Lager. Bei Telos. Sei vorsichtig. Also das soll eigentlich so ein bisschen in die RPG-Richtung gehen. Aber soll gar nicht so ein großer Teil des Spiels sein. Phantomias, Herrscher der Phantomen. Ja. Oh, hier. Okay. Hauptmann Morat ist im oberen Lager. Nee. Da wollte ich hin. Okay. Ich war überrascht, als unsere Karawane die Route änderte. Und noch mehr, als ich hörte, dass dies ein Befehl der Königin war. Ich hätte sie vor diesem verfluchten Gebiet gewarnt. Aber der Hauptmann lässt mich nicht aus den Augen. Ich darf keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wie sonst? Wenn sie wüssten, würde ich mal behaupten, dass ich nicht als Namenlose geboren wurde, wäre mein Leben in Gefahr. Meine Mission, diesen armen Menschen Hoffnung zu bringen, wäre das? Vorbei. Es läuft ja fantastisch, ne? Er hat versucht, sich einzuschleichen. Genau. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan hält doch. Oh, noch eins. Die Essenzkarawane. Okay. So. Noch was? Da oben leuchtet noch was. Ein Namenloser wie du darf nicht einfach frei im Lager rumstreunern. Die Namenlosen sind unruhig. Sie streiten über die neue... Du wagst es, mich anzusprechen, Namenloser? Ja, sicher. Ich bitte ergebens darum, das Lager verlassen zu dürfen. Ich bitte ergebens darum, das Lager verlassen zu dürfen. Er redet selber. Du willst da rausgehen? Nach so einem Phantomangriff? Zwei von uns sind möglicherweise noch da draußen und am Leben. Eine von ihnen, Finderin, ist wie eine Mutter für mich. Ah ja. Von dieser Finderin habe ich gehört. Sie ist bei den Namenlosen sehr beliebt. Das ist richtig. Ich erlaube es dir. Die Wachen werden dich nicht aufhalten. Das ist aber nett. Maul weniger zu stopfen. Jo. Eine Win-Win-Situation, würde ich mal behaupten. Ja. Die Sonnenfinsternis ist noch nicht vorbei. Es läuft echt gut, ne? Also ich habe die Frames auf 60 limitiert, da ich nur 60 Hertz Monitor habe. Angezeigt hat er mir aber 300. So. Ja, es ist ein Jahr alt, das Spiel, aber... Oh, ne. Habe ich jetzt schon? Oh, ne. Dann komme ich wieder raus. Ich weiß noch, der Trailer, als der kam. Ich glaube, letztes Jahr auf der Gamescom war das. Das sah schon richtig geil aus. Jeder bekommt die gleiche Ration. Mir schmeckt sowieso alles wie Sand. Bin ich mal gespannt. Nur eine Prise Salz. Namenlos, Finderin. Findet ihr die Namen im Spiel ausgehen? Ja, echt so. Echt so. Ich habe auch gelesen, der kriegt im ganzen Spiel keinen Namen. Da kam dann auch noch ein Upgrade, hey, das warte. Benutzen wir jetzt schon.
Auch da wurde kein Name hinzugefügt. Du hast seine Erlaubnis erhalten? Ja. Der Hauptmann glaubt, ich würde dabei sterben. Ich bete zu Telos, dass Finderin und Reeve noch am Leben sind. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Aber es ist zu gefährlich. Ach, ich begleite dich. Nein, wir brauchen dich hier. Die Namenlosen sehnen dir ein Vorbild. Namenloser Held so war ja auch in Gothic der Fall. Oh, stimmt, ja. Stimmt. Solch einen Mut habe ich noch stimmt, nie hab gesehen. Ganz vergessen. Nimm diese Rüstung. Ich habe sie repariert. Sie wird dir nützlich sein. Ja, was ich jetzt auch noch installiert habe, ist Atomic Heart. Da haben wir ja, ich glaube, nach 10 Videos hatten wir aufgehört. Oder 6 Videos sogar nur. Und das verschwindet am 1.9. aus dem Game Pass. Also da werden wir vielleicht die Woche auch nochmal reingucken. So, dass wir also da einfach noch ein bisschen Story machen. In diesem Menü findest du deine Rüstung. Rüstungen verleihen dir verschiedene Attribute, die deine Kampffertigkeiten beeinflussen. Drücke A, um neu erhaltene Rüstung anzulegen. Yeah, baby. Warum jetzt gelb? Ich hatte doch blau ausgewählt. Dann machen wir mit Helm, oder? So, Verbesserungen. Oh. Ah, haben wir noch keine. Okay. Sei vorsichtig, mein Freund. Dann gehen wir mal in die Open Möge World. Telos dich leiten. Es soll so, also wie gesagt, die Kämpfe sollen Souls-like sein und die, ja, Mehrspielermodus, es kann jemand joinen, wenn er Bock hat, dann kann man das zu zweit machen. Wo müssen wir lang? Ja, wir gehen mal da lang. Es soll aber auch so ein bisschen wie Assassin's Creed sein, unzählige Nebenquests und Sammelsorium und so weiter. Das machen wir natürlich nicht. Wir machen die Story, die soll ungefähr 10 Stunden gehen. Und dann haben wir das gedeckelt. What? Da oben. Reeve? Und irgendwas anderes. Bitte, kein Phantom. Ja, bitte nicht. Oder liegt was? Da können wir da einsammeln. Flammenblätter. Mhm. Was auch immer das sein komm. Mag. Mir. Ja, ich komme ja. Die Stimme. Aus meinem Traum. I have a dream. Ich spüre deine Nähe. Komm noch näher. Ich spüre. Ich muss. Hab letztens Detroit Become Human gespielt. Ja. Alter, das ist so geil, oder? Was passiert denn so heute? Geil. Das habe ich auf 100% gemacht. 16 Mal musste ich spielen. 16 Mal. Wer bist du? Aber ich finde es so geil. Ich, so cooles Spiel. Ich weiß es nicht. Nein. Klar, man hat nicht so die Freiheiten. Nutze meine Stärke. Das ist sehr linear, das Ganze. Aber trotzdem, mit den Entscheidungen, die man da trifft. Tut sich schon einiges. Erster Durchlauf und gleich ins Tauriende gelaufen. Oh. Endlich hört du kommst echt ins Zweifeln. Ja, absolut. Absolut. Was bist du? Wer bist du? Ich musste dann ich auch, also ums naja. Auf... auf der Playstation habe ich das, um naja, Platin zu machen. Bist du dieser Gauntlet? Musste ich mir dann ja. Hilfe suchen im Internet. Nein. Welche Wege der man gehen Gauntlet muss und so. Alter, wie gesagt, man muss es 16 Mal durchspielen. Nicht immer von ganz vorne, namenlos. Aber 16 Mal, Alter. Ich spüre Leben in der Nähe. Absolut heftig. Oben auf der Klippe. Und ich hatte erst Heavy Rain gemacht. Das musste auch. Ich weiß nicht. 12-mal durchspielen oder so. Dann, was ultra geil ist. Oh, wie heißt das denn? Mit dem Willem Dafoe.
Beyond Two Souls. Das musst du auch ungefähr 20 Mal Was ist das da auf dem Boden? Durchspielen. Für Platin, auch gemacht. Und dann Detroit Become Human. Ah ne, und noch Until Dawn. Das gehört Finder. Ich mag ja solche Spiele. Das sie muss hier gewesen sein. Ist schon geil. Ich spüre Gefahr. Phantome nähern sich. Ah, ich wollte mal gucken. Ich kann nicht. Wie heißt das? Keine Sorge. Ich werde dir helfen, den Gauntlet einzusetzen. Wie heißt das? Momentum. Du generierst Momentum, indem du Gegner triffst und besiegst. Je mehr Momentum du hast, desto mehr Schaden verursachst und erleidest du. Momentum ist nicht permanent. Wenn du, ja, verschwindet dein Momentum nach einer Weile. Okay. Töten. Der Gauntlet ruft den Sand. Hey. Spüre ihn um dich herum. Ja, ich spüre ihn. Du musst eigentlich ausweichen, ah ja. Hey, Digga. Aufsteigen. Wenn du genug Momentum generierst, werden deine Waffen größer und stärker. Außerdem ändern sich deine Fertigkeiten. Diese Veränderung wird Aufsteigen genannt. Wenn du das Momentum sehr sinnvoll wächst die Energie, die durch den Gauntlet freigesetzt wird. Aha, ausgedrückt. Sei vorsichtig. Momentum kann auch gefährlich sein. Boah. Je mehr Energie du dir zu nutzen hast, ja, ich könnte Energie gebrauchen. An dem Gauntlet ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst dein Amulett benutzen, um deine Wunden zu heilen. Oh, das ist gut. LT und dann A. Um dich mit deinem Amulett zu heilen. Dadurch wird eine seiner Aufladungen verbraucht. LT und A. Alter, wer soll sich das merken? Die Energie deines Amuletts wird wiederhergestellt, wenn du deine Gegner triffst. Sobald genug Energie wiederhergestellt ist, erhält er eine seiner Aufladungen zurück. Okay. So und so. Vielen Dank für dein Vertrauen. Nur bitte. Ich sitze schon so lange hier fest. Wer auch immer du bist, noch vertraue ich dir nicht. Aber genau. Wenn du mir hilfst, meine Freunde zu finden, wäre das ein Anfang. Ich habe vorhin dort oben eine Person gesehen. Vielleicht ist das jemand, den ich suche. Ich kann dir beim Klettern helfen. Ich zeige es dir. Wir können klettern? Okay. Ah, easy peasy. Das ist fast wie fliegen. Vorsicht, Träger des Gauntlet. Da sind noch mehr Phantome. Ja. Was ist das? Halt. Voll auf die 12. Ja, mit dem Ausweichen muss man noch ein bisschen üben, ne? Da hinten so eingesammelt eigentlich, ja, ne? Ja. Was auch immer das war. Ist noch ziemlich dunkel und trüb, ne? Was? Ich höre Dinge. Tribute. Hier habe ich den Überlebenden gesehen. Er muss ganz in der Nähe sein. Oder tot. Natürlich auch was da hinten.
Da sind noch Viechers. Okay. Hopp, Fall. Okay, das geht nicht. Doch, es geht. Okay. Kommt er wieder hoch? Wir werden es merken, würde ich sagen. Nochmal 50 Tribute. Ja, schneller laufen hier. Ach, da ist der Reef. Alter, was geht? Reef, ich hab dich gefunden. Ist Finderin bei dir? Finderin? Nein, sie wurde von Morats Wachen festgenommen. Was? Ich habe ihn gefunden, wann? Aber die Finderin als hat die ihn nicht gefunden. Als die Phantome die Karawane angegriffen haben. Vielleicht sollte sie sich während umbenennen. Während des Chaos. Mich wollten sie auch holen. Aber ich bin entkommen. Morat hat mich aus dem Lager gelassen, um nach ihr zu suchen. Dann wollte er deinen Tod. Ich werde zurückgehen und herausfinden, was er mit Finderin gemacht hat. Damit bringst du dich in große Gefahr, mein Freund. Ich mache mir Sorgen um sie, Buddy. Nicht um mich. Pass auf dich auf, Reef. Mach's gut, Christopher. Willst du noch was sagen? Nur Morat weiß, wo Finderin hingebracht wurde. Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, wir haben keinen Fallschaden. Nee. Gut. Das wird nicht einfach. Genau, die Finderin kann sich umbenennen zur Superin. Bleib, wo du bist, Namenloser. Ich möchte mit dem Hauptmann sprechen. Lebst? Schade, dass du deine Mentorin nicht gefunden hast. Die Verräterin ist fort. Ich habe gehört, du hast... Wo hast du den Gauntlet her? Gib ihn dir. Ich glaube, ich mach den Helm auch wieder weg. Das kann nicht sein. Komm doch her, doch. Der einen Namen hat. Genau. Wieso will er nicht? Ergreif den Namenlosen! Ey, mein Gauntlet! In die Grube mit ihm! To the pit with him. Bitte! Ich habe nichts falsch gemacht! Nicht rumheulen. Ich weiß nicht, was das für ein Relikt ist. Er hat mich gerufen. Dich? Einen armseligen Namenlosen? Wachen! Jetzt gehört er mir. Ich werde mich seiner Macht bedienen und nein. Du wirst sterben. Bitte. Deine Finderin wollte Gleichberechtigung. Aber mit deinem Fund hast du euch erst recht zu ewiger Sklaverei verdammt. Was passiert hier? Zu mir zurück. Naja. Zum Glück hat er das überlebt, ne? Die Grube? Du warst fort. Hauptmann Morat hat dich erkannt. Lass den Helm auf, dann ist er auch ein Gesichtsloser. Er hatte Angst. Ja, stimmt. Und wollte deinen Tod. Mach dich bereit. Oh. Der sieht ein bisschen groß aus. Keine Sorge. Ich kann dich beschützen. Ja, dann mach auch. Sandhaut. Drücke LB, um Sandhaut zu aktivieren und Angriffe abzuwehren. Aha. Ein rotes Aufleuchten vor den Angriffen zeigt an, wann Sandhaut am besten verwendet werden sollte. Ja, cool. Eine erfolgreiche Abwehr setzt die Abklingzeit von Sandhaut zurück, wodurch die Sandhaut direkt wieder verwendet werden kann. Okay. Show me. So, lass das rote Licht sein. Okay. Tada. Da, meine Sandhaut. Sie kristallisiert. Das wird nicht lange halten. Was
gedacht, Digga. Aber not with me. Ah, wenn ich auf den rechten Stick drücke, dann bleibt die Kamera auch auf dem Gegner. Das ist natürlich vorteilhaft. Ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben. Wir sollten zu dem Durchgang laufen. Warte mal. Morad wusste von dir. Was? Wer bist du? Ich weiß es nicht. Träger des Gauntlet. Aber ich erinnere mich an ein paar meiner Kräfte. Und wenigstens hat er einen Namen. Sandpeitsche. Vielseitiger Alleskönner mit praktischen Luftkombos. Waffenmenü. In diesem Menü kannst du deine Haupt- und Nebenwaffe auswählen. Außerdem findest du hier grundlegende Informationen über jeden Waffentyp, einschließlich seiner Stärken. Drücke Y, um die Sandpeitsche als Nebenwaffe auszuwählen. Außerdem kannst du A drücken, wenn du eine Waffe ausgewählt hast, um all ihre Kampffertigkeiten anzusehen. Ah. Sichelpeitschen-Kombo. Sandstich-Kombo. Wer lässt sich solche Namen immer einfallen? So, was geht noch? Da. Helm haben wir gesagt, lassen wir an. Cool. Ja. Karawane. Kaladrias. Abgabenkarawane. Okay. So. Ich habe eigentlich. Ah ja, oben links kann man immer sehen. Ah ne, das seht ihr gar nicht. Wie lange ich das Spiel schon spiele. Also 22 Minuten sind wir jetzt. Okay, dann sollte es jetzt wohl losgehen, würde ich mal behaupten. Es hieß nämlich, 20 Minuten sind lame. Und dann geht das Spiel erst los. Offscreen-Indikatoren. Wenn Gegner außer Sichtweite sind, wird ihre Anwesenheit durch eine weiße Markierung angezeigt. Diese Markierung wird rot, wenn der Gegner einen Angriff startet. Okay. Warte, bis die rote Markierung aufblinkt. Das ist der ideale Zeitpunkt, um Sandhaut einzusetzen. Okay. Nun zu dir. So. Was zum Einsammeln? Da ist was zum Einsammeln. Tribute. Da. Quest abgeschlossen. Da haben wir doch schon was. Oh. Endlich sind wir draußen. Dieses Ding kommt aus meiner Welt. Der Wächter. Er sieht uns. Sofort stehen bleiben! Oh, nein! Gib mir das Relikt! Deine Zeit ist endgültig vorbei. Du wirst mir nicht erneut entkommen. Der Wächter. Ruhe! Entreiß dem Namenlosen den Gauntlet! Hauptmann! Der Wächter! Es ist die Königin! Was passiert hier? Lauf! Los! Schnell! Schneller! Schneller! Okay. FBI, open up! Zeus, einen wunderschönen guten Abend! Guten Abend, guten Morgen. Es ist ja noch früh. Ich habe gedacht, ich fange heute mal ein bisschen früher an. Was passiert hier? Wir müssen fliehen. Ist ja 36 Grad gemeldet. Das ist atemberaubend. Das können wir erstmal. Da können wir erstmal morgens streamen, wenn noch etwas kühl ist, etwas angenehmer. Ja, Sandsurfen soll ja ganz groß sein.
ist ja gut. Können wir schnell fortbewegen. Ah, jetzt geht's in die Open World. Jetzt fängt das Spiel an. Wow! Ich dachte, ich würde sterben! Wächter, Königin, wir müssen fliehen. Sofort! Anscheinend haben es viele auf dich abgesehen. Sie würden die Macht besitzen, die ich verleihen kann. Ah, geil mit der Musik, wie es gepasst hat. Geil wäre, wenn man da auch noch Tricks machen könnte. Ritter von Bastengar. Backflip oder Legenden über sie gehört. Irgendwie sowas. Sie werden wissen, was ich bin. Was ich war. Wir müssen sie aufsuchen. Das zieht mich woanders hin. Ja. Sehr gut, so ist endlich Trinkwetter wieder da. Ich bin fast verdurstet die letzten Streams. Der Durchgang. Das ist ein Loch. Warte! Vertrau mir. Vertrau mir, Bruder. Na, fahr mal weg. Fortfahren. Ausbau. Schließe den Sandgleitpfad ab. Gleitpfad. Verstehe. Meine Beine sind taub. Dein Geschick ist wahrlich beeindruckend, Träger des Gauntlet. Hier sollten wir sicher sein. Der Wächter, die Königin. Was will sie von dir? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich an die Ritter von Bastengar. Ich kenne sie. Bastengar. Sie werden mich kennen. Die Ritter sind doch bestimmt nur eine Legende. Ich spüre sie. Ich spüre Leben. Wir müssen diese Vorhöhle verlassen und sie suchen. Bevor die Königin wieder aufholt. Ich spüre etwas in der Nähe. Im Boden. Das Podest da vorne? Nein, eher etwas aus Metall. Was ist das denn? Was ist das? Der Gauntlet reagiert darauf. Eben freigeschaltet. Es ruft mich. Ich erinnere mich an etwas. Wir können das Bauwerk hinter dir aufdämmen. Was? Wie das? Ich sag's nochmal, vertrau mir. Und wie? Wie hebe ich das Ding? So nicht. Muss ich erst hier was machen? Ah ja. Wow! Dieses Gefühl, als würde der Sand durch mich hindurchströmen. Das Metallding war zerbrochen, aber es muss noch andere geben. Die Fähigkeit, das freizulegen, was unter dem Sand liegt, sollte sich als nützlich erweisen. Na, dann gucken wir mal. Was wir noch so finden. Okay, hier nix. Oder da oben? Ne. Ja, dann. Kommt man hier schon hoch? Ja. Das reicht. So. Sandgleiten. Loot dürfen wir nicht vergessen. Okay, das war ein Haken an dem. Er ist mächtig. Das ist ein Essenzstern. Okay. Ausrasten, das kann ich gut. Erhöht deinen Schaden. Ja.
Mein Schaden ist schon groß genug, tatsächlich. So, in diesem Menü findest du deine Essenzsteine. Essenzsteine verleihen dir im Kampf Kräfte und Effekte. Aha. Jeder Essenzstein muss an einer bestimmten Stelle in der Momentum-Leiste ausgerüstet werden. Der bronzefarbene Rahmen um den Stein zeigt an, dass du gerade einen Rang 1 Stein erhalten hast. Drücke A, um den Essenzstein im Essenzsteinplatz mit dem bronzefarbenen Rahmen zu platzieren. Da. Die Symbole unterhalb des Namens eines Essenzsteins zeigen seine Stufe an. Die Anzahl der Symbole ist ein Hinweis auf die Stärke von Essenzsteinen und erlaubt es, sie miteinander zu vergleichen. Okay. Die Stufe eines Essenzsteins kann durch Verbessern erhöht werden. Zum Verbessern von Essenzsteinen werden bestimmte Pflanzen und Mineralien benötigt. Außerdem muss Essenzstaub verwendet werden, dessen Menge von der Stufe abhängt, auf die ein Essenzstein verbessert werden soll. Jao. Ich hoffe, das wird hier nicht so kompliziert mit dem Aufleveln. Die Macht eines Essenzsteins wird aktiviert. Ah, okay, verstehe. Los, halte das Momentum im Fluss, um seine Kraft anzuziehen. Okay. Der Stein reagiert auf Momentum. Hallo. Was willst du denn? Jetzt da haben wir das zum Heben. Aber vielleicht sollten wir erstmal gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Ja. Das Momentum wird schwinden, wenn wir aufhören, Phantome anzugreifen. Das haben wir schon gemerkt, ja. Höhle hier. Wie wär's, wenn wir endlich mal rauskommen? Da lag jetzt nichts, ne? Ich sag mal, nee. Eine Kiste. Dickhäuter. Erhöht deine Verteidigung. Anlegen. Ach so. Das ist quasi ein Stein. Dann lass mal. Erstmal. Ich habe lieber mehr Schaden als Verteidigung. Ich weiß auch nicht warum, habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt. Das ist vielleicht ein bisschen hoch. Nee. Weiteren Essenzstein in der Nähe. Aha. In dieser offenen Truhe. Ich sehe es im Regal. Im Regal. Kompass. Hammerwurf. Wirf einen Hammer auf dein Ziel, der zu dir zurückfliegt und allem Schaden zufügt, was sich ihm in den Weg stellt. Das ist doch nicht schlecht. So ein Mjölnir-Ersatz. Du hast einen aktiven Essenzstein erhalten. Aktive Essenzsteine können an Hand ihre Diamantform erkannt werden. Aktive Steine ermöglichen es dir, weitere Angriffe und Fähigkeiten im Kampf zu verwenden.
Drücke A, um den aktiven Stein auszurüsten. Ah, okay. Den Hammer immer. Hammer. Hammer, Hammer. Okay. Alter, wie kann es sein, dass es jetzt schon warm wird hier drin? Das gibt's doch gar nicht. Aber egal. Im Kampf kannst du aktive Rang 1 Steine mit LT und X verwenden, sobald du genug Momentum generiert hast. Okay. Nach ihrer Verwendung haben aktive Steine eine Abklingzeit, die unten rechts auf deinem Bildschirm angezeigt wird. Der hier ist anders. Er hat viel mehr Kraft. Jetzt wissen wir seine Kräfte. Erwischt. Halt. Testen wir mal. Okay. Hat funktioniert. Okay, fantastisch. Dann geht's hier weiter hoch. Würde mich interessieren, was Leloids geschrieben hat, dass er direkt gebannt wurde. Gut, dass das wir funktioniert. Sind nah an der Oberfläche. Ich dachte, da wäre was versteckt. Okay, nah an der Oberfläche, das klingt doch schon mal gut. Eckenpilz. Ich spüre Menschen in der Nähe. Viele Menschen. Eine Siedlung. Vielleicht ist es Custom 7, eine Karawanenstation. Ja, vielleicht. Sie ist nicht mehr weit entfernt. Warte, da vorne ist noch ein Metallgegenstand. Ein Amboss, ja! Vielleicht fällt mir noch etwas zu den Rittern ein. Da ist etwas im Sand. Da ist was im Sand, ja. Gehen wir mal gucken. Amboss. Was? Wer? Er wieder. Ich bin hier. Du siehst mich. Naja. Bist du das? Ja. Dieser im Sand verankerte Amboss erlaubt es mir, mich zu projizieren. Bewegen kann ich mich allerdings nicht. Seltsam. Ich bin dir auf ewig dankbar, Nayal. Ohne dich wäre ich Hauptmann Morats Zorn nicht entkommen. Aber jetzt muss ich meine Freundin Finderin suchen. Ich vermute, sie wurde in die Hauptstadt gebracht. Der Mann trachtet dir nach dem Leben. Und die Königin vielleicht auch. Dein Weg birgt viele Gefahren. Dann werde ich vorsichtig sein. Gemeinsam müssen wir keine Angst haben. Erst recht nicht, wenn ich herausgefunden habe, wer ich wirklich bin. Hilf mir, die Ritter von Bastengar zu finden. Ich spüre, dass ich mit ihrem Wissen mehr über meine Kräfte erfahren werde. Danach finden wir deine Freundin. Eine Suche nach den Rittern? Ich fürchte, dazu bin ich noch nicht bereit. Du hast mich gefunden, Träger des Gauntlet. Unsere Schicksale sind miteinander verwoben. Du hast recht, Nayal. Lass uns also zuerst diese Ritter der Vergangenheit finden. Gemeinsam werden wir es schaffen. Oh, der Helm ist ab. So. Die Ritter. Erinnerst du dich noch an irgendetwas anderes? Ich erinnere mich an eine Gleichgesinnte unter ihnen. Eine Freundin. Aber diese Freundin konnte mich nicht hören. Nicht so wie du. Vielleicht wissen die Menschen in der nahen Siedlung Custom 7 etwas über die Ritter. Allerdings hat sie schon lange niemand mehr gesehen. Wahrheit und mehr sind sich manchmal ähnlicher, als man denkt.
Gehen wir in das Dorf. Mehr? Dieser Amboss hat mir eine weitere Erinnerung gebracht. Wir sollten jetzt in der Lage sein, durch die Luft zu sprinten. Wir können fliegen? Nein, nicht fliegen. Aha. Eher so etwas wie springen. Probier es aus und du wirst sehen. Okay. Glück des Amuletts. Es besteht eine mäßige Wahrscheinlichkeit, dass keine Aufladung verbraucht wird, wenn du dein Amulett verwendest. Brauchen wir nicht anziehen. So. Muss ich hier nochmal drücken oder was? Ah. Das ist eine Art Menü. Okay. So, was wollt ihr mit dem Sprinten? Ja, und wie? Wäre auch noch ganz hilfreich. Oh. Jo. Okay. Dann müssen wir wohl erstmal da drüben hoch. What? Luftkampf. Manche Gegner müssen in der Luft bekämpft werden. Mit RB kannst du deinen Luftsprint verwenden. Ah, RB. Immer wenn du einen Gegner triffst, wird dein Luftsprint wieder aufgeladen, wodurch du länger in der Luft bleiben kannst. Okay. Das ist beeindruckend. Ehre dich, Träger des Gauntlet. Müssen wir hier mal hoch? Können wir das hier rum? Ja. Da ist wieder was. Alles klar, Zeus. Viel Spaß noch. Danke, dass du reingeguckt hast. Prost. Tribute. Abfahrt! Hallo. Abfahrt! Wow, nicht runterfallen. Okay. Da ist was. Schreibwerkzeug. Ein Artefakt. Was haben wir hier? Eine Prothese? Ersatzbein. Ah ja. Okay. Okay, okay, okay. So, wir müssen hier weiter. Kann ich hier das Seil runterrutschen? Geht nicht. Habe ich gar keinen Fallschaden. Könnte man meinen, ne? Ein Abgrund, der zu breit ist, um ihn einfach zu überspringen. Da. Aber für dich kaum noch ein Hindernis. Ja, ja. Ja, ja. Was ist los? Ganz schlechter Empfang hier im Canyon. Oh, oh, oh. Hey, hey! Träger des Gauntlet, du musst aufwachen. Neo, wake up. Los! Oh. Dank Telos, du bist am Leben. Oh, die Stimme von Nicolas Cage.
und Vin Diesel. Was? Zurück! Verzeih mir, ich wollte dir nur helfen. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Das war eine tolle Show. Ein grelles Licht, ein Luftzug und dann warst du da. Was machst du denn hier draußen? Ich bin nur ein bescheidener Reisender. Mein Name ist Arif, ganz zu Diensten. Du hast versucht, diesen Gauntlet zu stehlen. Unsinn. Mhm. Ein Relikt von solchem Ruf wäre viel zu gefährlich, um es zu stehlen. Du weißt also von diesem Gauntlet und seiner Kraft? Woher weißt du davon? Nun, in den Legenden über die Ritter von Bastengar... Das eben, was wird das gerade so hell? Du kennst die Ritter? Moment, da ist was nach runtergefallen. Nach ihnen suche ich. Dann bist du am richtigen Ort. Der Weg nach Bastengar ist genau dort. Wo? Hinter mir, durch das Tor. Das Tor, das im Sand vergraben ist. So. Ich habe da mit Saugnäpfen an den Fenstern so Verdunklungstücher. Und bei der Hitze gehen die manchmal einfach so ab. Aber ist ja nicht schlimm. So. Dann gibt es wenig Hoffnung, Bastengar zu erreichen. Ich nehme an, das hängt davon ab, wie groß dein Ehrgeiz ist. Solltest du dich ausruhen müssen, in der Nähe ist dein Dorf. Und nimm dies als Zeichen meiner Aufrichtigkeit. Sie ist nur rudimentär, aber du kannst sie erweitern. Eine Karte. Du kannst mit der Karte interagieren und mit L und R auf ihr navigieren. Wichtige Objekte werden automatisch auf der Karte markiert, sobald du sie entdeckst. Okay. Drücke Y, um zwischen den verschiedenen Filteransichten zu wechseln. Mit R kannst du die Legende öffnen, auf der du die Beschreibung der verschiedenen Markierungen findest. Okay. Mit A kannst du einen benutzerdefinierten Wegpunkt setzen, der ebenfalls auf deinem Kompass angezeigt wird. Alles klar, Herr Kommissar. Aha, sind wir von hier gekommen, nehme ich an. Wenn hier der Amboss ist. Hier der Turm. Jo, das passt schon. Da ist der kaputte Amboss. Okay. Treffen wir uns später im Dorf. Bis dann. Bis dann, Arif. Meine Sinne sagen mir, dass ich diesem Mann nicht trauen darf. Der Weg nach Bastengar liegt hinter diesem Tor. Aber können wir es freilegen? Hast du vergessen, dass du fast dein Leben verloren hättest? Dass der Gauntlet instabil ist? Und selbst wenn es nicht so wäre, ist er noch nicht vollständig. Er hat nicht genug Kraft, um etwas so Großes anzuheben. Du hast einen Plan? Noch nicht. Er kann also repariert werden? Dir fehlt noch immer der Glaube, Träger des Gauntlet. Aber ja, der Gauntlet kann repariert werden. Seine Stücke wurden über das ganze Land verstreut, als er vor langer Zeit zerbrach. Wenn wir sie finden, können wir den Gauntlet Stück für Stück neu schmieden. Dabei gewinnen wir neue Kräfte und können weitere Ausbrüche verhindern. Lass uns diese Splitter finden, Nayal. Ich spüre ein mächtiges Stück in der Nähe. Mit dem können wir anfangen. Mhm. Geh mal gucken. Da was? Nein. Hier liegt was. Die Ritter von Bastengar. Ihr Reiter von Rohan, was gibt es Neues in der Rittermark? Feuer. Oder hätten es wieder Flammenblüte oder wie das heißt? Aloe Vera. Leuchtdornen. Da! Das Stück, das ich gespürt habe. Okay. Ich
Es ist von etwas umgeben. Es scheint durch einen Zauber geschützt zu sein. Vorsicht, Phantome! Es in vernichtende Schläge umwandeln. Zerschmettern mit aller der Hammer. Mit LT und RT kannst du all dein Momentum ausgeben, um einen mächtigen Angriff auszuführen. Zerschmettern. Zerschmettern verursacht großen Schaden und kristallisiert deine Gegner. Zerschmettern ist erst nach dem Aufsteigen verfügbar. Je mehr Momentum du hast, desto stärker wird der Angriff. Er verändert sich, wenn du noch einmal aufsteigst. Eine blaue Umrandung der Lebensanzeige zeigt an, dass dein aktuelles Ziel durch Zerschmettern besiegt werden kann. Oh ja, das ist hilfreich. Alter. Okay, lass mal den. Den kleinen Stinker hier. Gedacht. Komm, zerschmettern. Boom. Gierling besiegt. Jetzt kannst du das Stück an dich nehmen. Nett. Du bist geschwächt. Pass auf. Der Gauntlet sollte jetzt stabil sein. Aber das Stück, das du gefunden hast, ist immer noch inaktiv. Es braucht genug Splitter, die richtig in den Gauntlet geschmiedet sind. Kannst du diese Splitter auch spüren? Ja, ich zeige es dir. Nials Sinne. Drücke nach unten, um Nials Sinne zu aktivieren. Wenn sie aktiviert sind, werden Zielmarkierungen der Hauptquest in der Welt angezeigt. Jo, Hauptquest ist immer gut. Lass mich dir beim Sehen helfen. Siehst du die Lichtstrahlen? Jeder ist ein Splitter, der nach dir ruft. Nach dem Gauntlet. Okay. Können wir das Tor zu den Rittern freilegen, wenn wir sie haben? Ja, und damit auch mehr Kräfte. Mehr Erinnerungen. Also, das ist alles etwas viel für mich. Ich brauche deine Hilfe. Der kannst du dir sicher sein. Dir darf nichts geschehen. Wenn du sie aus den Augen verlierst, nutze meine Sinne. Die werden dir den Weg zeigen. Okay, was ist das? Nix. Da muss ich dann einfach wieder hin. Tudum. Was? Bei Telos, wo kommst du denn her? Von da vorne. Wie bist du von dieser Seite aus hergekommen? Es gibt buchstäblich keine Brücke. Das ist eine lange Geschichte. Mir wurde gesagt, dass es in der Nähe ein Dorf gibt. Castrum 7 liegt genau auf der anderen Seite der Hängebrücke. Das ist so ziemlich die einzige Brücke, die nach dem Wächterzorn noch steht. Zorn des Wächters? Ja. Aus irgendeinem Grund begann der ganze Boden zu beben und alle Brücken in der Gegend stürzten ein. Eine Menge Leute sitzen fest. Ich bin auf der Suche nach den Rittern von Bastengar. Weißt du etwas über sie? Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann. Du wirst dich im Dorf umhören müssen. Aber wo auch immer du hingehst, sei vorsichtig. Wenn sich der Sand bewegt, mach dich bereit zu rennen. Okay. Bin übrigens vorgestern von einer Wespe gestochen worden. Genau da rein. Hier. Es hat gepiekst. So, dann habe ich dann direkt Eis drauf gemacht. Keine Schwellung, gar nichts. Kein Schmerz, gestern auch nicht. Heute Morgen, nee, gestern Abend fing das auf einmal an, weh zu tun, ne? Also heute brennt es auch ein bisschen, dick ist es nicht.
Du hast gelernt, wie du einen neuen Essenzstein verschmelzen kannst. Beißender Sandsturm. Beschwöre einen Tornado, der deinen Gegnern folgt und allem, was sich ihm in den Weg stellt, Schaden zufügt. Wenn du das sagst. So, wie war das? Meine Sinne gehören dir. Da ist einer. Da ist auch einer. Und dann gehen wir erstmal dahin. Sieht ein bisschen weit aus, aber wir probieren es mal. Hui, hui, hui. Easy. Große Wüste. Diese Wüste. Sie war vorher nicht hier. Ich erinnere mich an diesen Ort. Er war voller Leben. Es gab Flüsse und Wälder, Vögel und Tiere. Ich sehe gerade, die Sandhülle funktioniert auch in der Luft. So, war hier das nicht? Ne, da hinten. Ist noch ein Stück. Da liegt was zum Einsammeln. Ein weiterer Amboss. Da, zwei Dinge. Unter dieser Felsformation. Ja, Moment. Dieser Ort wird uns als Orientierungspunkt dienen. Von hier aus können wir in die Einöde aufbrechen. Okay, unser Headquarter quasi. Hier sind Menschen. Du hast gelernt, wie Neues entstanden. Ja, Leute, ja, Toten, ja. Verschmelzen. Okay, was? Wie? Erhöht den Schaden von Zerschmettern deutlich, ja. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Kann ich die denn verschmelzen? Auswahl wechseln? Nein. Oh, was habe ich getan? Angepinnt? Und weggepinnt. Beschwöre ein Tornado. Oh ja, das ist die Geschichte. Vielleicht besser als der Hammer, ne? Oder? Irgendwas verstehe ich hier nicht so ganz. Okay, wir machen erstmal weiter. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, ob mir das Spiel gefällt. Es ist ein bisschen... Ach so. Da hätte ich vorne aufheben müssen. Böse Paddel. Die Rüstungsverbesserung wurde freigeschaltet. Damit kannst du eigene Rüstungen verbessern. Okay. Ja, die. Verbesserung. 2. Klar. Verbessern. Und für 3 haben wir nicht genug Tribute. Perks. Durch das Verbessern deiner Rüstung hast du eine Perk-Marke erhalten. Damit kannst du im Perk-Menü Perks freischalten. Okay. Naturheilkunde. Das Sammeln von Pflanzen stellt eine moderate Menge an Energie deines Amuletts wieder her. So. Perk freischalten. Okay. So.
Es ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt würde ich dann doch gern wieder mal versuchen, da hochzukommen. Oh ja. Um den Amboss noch rauszuziehen. Lag hier auch was? Oder hatte ich da... Ne. Hat getäuscht, okay. Ich guck mal, ob wir da wieder zurückkommen. Oh, das ist damn hoch. Ah, da unten geht's aber weiter. Und da liegt noch was. Okay. Gehen wir da mal wieder hoch. Halt. Genau, da hier war da noch Flammengedöns. Das nehmen wir mal eben mit. Und das auch. Und hier liegt auch was. Guck an. So. Heben. Momentum, Leistenverbesserung. Die Momentum, Leistenverbesserung wurde freigeschaltet. Damit schaltest du... Ja, Alter. Was sind das für Sätze? Momentum, Leistenverbesserung. Die Essenzsteinplätze auf der Momentumleiste können mit Essenzstaub freigeschaltet werden. Je mehr Plätze bereits freigeschaltet sind, desto teurer wird der nächste Platz. So. Okay. Freischalten. Ja, cool. Da können wir jetzt... ja, Schnellreise. Brauchen wir aber nicht. Wir können dann zu den... Ambossen reisen. Okay, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Ja, das können wir ja machen. Zum Amboss teleportieren. Das sind Ladezeiten, ne? Auf jeden Fall. Nee, nicht hier. Da. Nee, doch. Hier ist das, genau. So. Das heißt, wir können da oben noch einen Perk reinpacken. Also noch so einen Stein. Erhöht deine Verteidigung weiter. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, diesen Effekt auszulösen. Und das wäre für Rang 2. Oh, das geht tatsächlich. Okay. Erhöht die Effektdauer auf 15 Sekunden. Das ist für Rang 2. Der geht aber noch nicht. Der geht auch noch nicht. Ja, dann packen wir mal den. Nein, geht auch nicht. Der geht. Ja, nehmen wir mal den. Erhöht die Verteidigung. So, dann, mit dem kann ich auch reden, reden wir mal mit Rostklinge. Die Brücken sind doch noch nicht repariert. Steckst du auch hier fest? Nein, ich konnte springen, mit Hilfe dieses Artefaktes hier. Hm, das scheint nützlich zu sein. Wir sitzen jetzt schon eine ganze Weile hier fest, ohne einen Weg zurück ins Dorf. Und die einzige Person, die etwas dagegen tun könnte, ist...
Sag mal, könntest du uns mit deinen Kräften helfen, hier rauszukommen? Ich werde es versuchen. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es versuchen. Du hast erwähnt, dass jemand anderes helfen könnte? Ja, Splinter. Sie ist eine Art Schreinerin. Aber, naja, sie hat sie nicht alle. Sie ging los, um am Tor westlich von hier Material zu sammeln. Sie sagte, sie würde die Brücke wieder aufbauen oder so. Nee, verfolgen wir nicht. Ist das? Wir können sie annehmen, aber wir verfolgen sie nicht. Komm hier, der Gauntlet. Woher hast du ihn? Du kennst ihn? Ich hatte nicht erwartet, dieses Ding jemals wiederzusehen. Ich war dabei, als die vorherige Trägerin ihn hatte. Ich habe sogar versucht, ihr zu helfen, ihn zu verstehen. Wir haben Fehler gemacht. Und ich könnte nicht damit leben, wenn du diese Fehler wiederholen würdest. Willst du meinen Rat hören, wie du die Kräfte dieses Artefakts meistern kannst? Ja, sicher doch. Ja, bitte erzähl mir von dem Artefakt. Vieles daran ist für mich ein Geheimnis. Gut, dann lass uns anfangen. Weißt du schon etwas über das Parieren? Erzähl mir mehr über das Parieren. Das Geheimnis des Parierens liegt darin, deine Gegner genau zu beobachten. Bei manchen Phantomen leuchten die Augen rot auf, bevor sie angreifen. Bereite dich dann auf das Parieren vor. Wenn die Essenz in einem Phantom rot leuchtet, bedeutet das, dass du parieren kannst. Aber hüte dich vor dem blauen Licht. Jedes Phantom hat ein bestimmtes Angriffsmuster. Präge es dir ein. Dann kannst du besser parieren. Warum gehst du nicht los und übst deine Fertigkeiten an den Phantomen, denen du begegnest? Westlich von uns, direkt außerhalb dieses Lagers, gibt es Phantome, die leicht abzuwehren sind. Aber du kannst deine Fähigkeiten natürlich an jedem Phantom verbessern. Ich kann dir später mehr dazu sagen. Warum parierst du jetzt nicht mindestens bei 3 Phantomen? Jo. Ich werde jetzt gehen. Viel Glück. Ein Buch. Skrimur, in deinem Bestarium wurden neue Informationen gespeichert. Okay. Dieses Totem. Ich habe ein weiteres Bauwerk gefunden, das im Boden versunken ist. Dies ist das dritte, das ich in Kaladrias gefunden habe. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, dieses ganz spezielle Exemplar zu untersuchen. Ohne Erfolg. Und dann habe ich... Nun ja... Ich habe drauf eingeschlagen. Mit meinem Hammer. Aus Forschungszwecken. Und es hat was gebracht! Alle Steine in der Umgebung haben plötzlich auf genau derselben Frequenz vibriert. Was? Machen wir das mal, ne? Vielleicht kriegt es irgendeinen coolen Effekt. Nee, halt. Noch einer. Oh, jetzt sag nicht, ich muss das jetzt in einer bestimmten Zeit machen. Nein. Was ist da denn? Ist das unser... Genau, das suchen wir. Können wir da mal hin. Kiste. Momentumfeld. Erschaffe ein Feld, das für dich und deinen Verbündeten 10 Sekunden lang Momentum generiert. Oh. Schnickschnack. Ich kann einen Splitter in der Nähe spüren. Halt die Augen offen. Das hier ist mit einem Zauber belegt. Ich spüre, dass wir beobachtet werden. Perfekt. Ist ein
richtige. Wir haben Angriffe, die ich nicht abwehren kann. Sie rauben uns das Momentum. Pass auf den blauen Funken. Körperteile. Größere Gegner haben mehrere Körperteile, die du zerstören musst. Eine Übersicht über die Körperteile und deren Leben befindet sich oben links auf deinem Bildschirm. Okay. An den meisten Körperteilen befinden sich glänzende Metallstücke, die Katalysatorstücke heißen. Sie sind rot markiert und der Gegner stirbt, wenn sie alle zerstört sind. Körperteile ohne Katalysatorstücke sind gelb markiert. Sie müssen nicht zerstört werden, um Gegner zu besiegen, aber ihre Zerstörung erhöht die Chance auf Beute. Siehst du dieses Metallteil an deinem Körper? Das ist der Kern des Phantoms. Phantom ohne Kern ist tot. Hey. Weg? Ah, ne, da. Oh. Dieses große Phantom kann kleine verbleiben. Aha. Das macht es kompliziert. Endlich haben wir alles, was wir für diese Formel brauchen. Ah, ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie gefällt mir das nicht so ganz hier. Weiß ja nicht. Das kann da rein. Das haben wir drin. Okay. Endlich haben wir alles, was wir für diese Formel brauchen. Nicht ganz so begeistert. Jeder Splitter hilft, aber wir sind noch nicht stark genug. So, lass uns finden, nächste. Was du suchst. Da hinten. Ich meine, die Idee von dem Spiel ist ja gar nicht so schlecht. So meins irgendwie. Oh. Ist es noch nicht vorbei? Ah, du änderst wohl deine Taktik. Wenn du ein Körperteil eines Gegners zerstörst, wird er wütend. Ein wütender Gegner verursacht mehr Schaden. Seine Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit ist erhöht und er kann besondere Fähigkeiten verwenden. Mehr Körperteile, die ich zerstören muss. Zerstört. Wohin? Um dich herum. Dahin. Ah, ist der Tornado, okay. Oh. Mitnehmen. Thank you.
cool. Ich glaube, wir werden stärker. So, dann gehen wir mal hier rüber. Oh. Und hier... Langsam. Wir dürfen es nicht verscheuchen. Unsere Geduld wird belohnt werden. Manche Tiere enthüllen versteckte Schätze. Nähere dich einem Tier vorsichtig, ohne es aufzuschrecken. Wenn du siehst, wie ein Tier golden wird, folge ihm, bis es anhält und grabe den Schatz aus. Okay. Ja, ich werde den Teufel tun und mich da hinhocken, wie bei so einem Jagdsimulator und warten, bis das Vieh sich ergötzt, rumzulaufen. Nö. War nicht böse gemeint. Du armes Tier. Du hast gelernt, wie du neue Essenzsteine verschmelzen kannst. Ja, dann los. Steht aber nur verfolgen. Verfolgen. Also irgendwie verstehe ich das Spiel hier noch nicht so richtig. Ich meine, klar, es gab jetzt viel Input. Aber... Ah, ich glaube, ich brauche einen Essenzkern. Ja, es war vielleicht ein bisschen viel Input für den Anfang. Lass mich dir zeigen, was ich sehe. Da in der Burg. Und da auch. Dann haben wir die Wahl. Gehen wir erstmal links rum. So, was zum Heben. Knopf an zu hängen. Das hatten wir schon mal mit dem Bremstrigger, LT. Jetzt fängt das da auch an. Gut, der Controller ist alt. Sehr alt. Da darf sowas eigentlich ruhig mal passieren. Ist nur trotzdem ärgerlich. Ne, wenn du einen Doppelsprung machen musst und es geht nicht, weil der Knopf hängt. Da. Jeder Splitter hilft, aber wir sind noch nicht stark genug. Ja, jetzt müssen wir da rüber. In das dorfähnliche Gebilde. Amulett des Zerschmetterns. Deine Zerschmetternangriffe heilen dich mit einer deutlichen Menge des von ihnen verursachten Schadens. Ja, anlegen. In diesem Menü findest du deine Amulette. Jedes Amulett hat einen einzigartigen Effekt, aber sie alle können dich heilen. Ah. Ich habe sogar schon zwei. Guck an. Erhöht die Wiederherstellungsrate deines Amuletts. Ah ja. Komm hier, zerschmettern, anziehen. Okay.
Was ist das? Nichts. Okay. Das muss Castrum 7 sein. Vielleicht Moment. Weiß hier jemand mehr über die Ritter. Willkommen. Dieser Ort macht vielleicht nicht viel her, aber er ist unser Zuhause. Aber bei all den Phantomen, wer weiß, wie lange ich es noch so nennen kann. Der Älteste wartet auf dich. Er ist auf dem Podium am Brunnen. Hier gibt es stets faire Preise. Hier, sieh dir an, was ich habe. Vielleicht möchtest du ja etwas von mir kaufen. Du hast Glück, Reisender. Ich habe ein Rüstungsset zu verkaufen. So eine Gelegenheit bietet sich nicht oft. Mhm. Nur haben wir so viel Geld nicht. Nicht ansatzweise. Haben wir es zu verkaufen? Künstliches Bein. Da. Alle Artefakte verkaufen. Zack. Dann Kram brauchen wir zum Basteln. Aber ich mag das eigentlich gar nicht, wenn das so ausartet in Craften und Machen und Tun. Ich will doch nur töten. Wir gucken mal, wie weit wir so durchkommen. Aber ich muss sagen, mich hat das Spiel jetzt noch nicht so vom Hocker gerissen. Was will er mir jetzt sagen? Auswählen. Ah, ich kann es mir leisten, okay. Wow. Beautiful. Okay, Perks haben wir auch wieder einen. Momentum-Vorsprung. Du generierst zu Beginn eines Kampfes eine moderate Menge an Momentum. Erhöht die Menge an Essenzstaub, die du durch das Besiegen von Gegnern erhältst. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, mach mal. Okay. Sonst noch was? Nee. Was ist mit dir? Dieses Dorf hat schon bessere Tage gesehen. Finderin hat immer von diesem Ort gesprochen, wenn wir an ihm vorbeigekommen sind. Er hat sie an schöne Zeiten erinnert. Du machst dir Sorgen um sie? Ja. Aber ich kenne keine findigere und gewieftere Frau als sie. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bin sicher, sie ist noch am Leben. Never give up. Never surrender. So. Wo soll ich hin? Zeigt mir das gar nicht an auf dem Kompass. Aber ich denk mal da oben. Hast du es gesehen? Ich habe gehört, es ist größer als jetzt. Nee, komm. Können die Tore wirklich angehoben werden? Ich würde sagen, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Aber es ist ein Versuch wert. Ich werde dir meine Augen leihen. Da ist was für mich. Okay, komm, wir gehen erstmal da hoch. Und wir können Nebenmissionen annehmen, aber ich werde mich nur auf die Hauptmission konzentrieren. Sofern wir das Spiel überhaupt weiterspielen. Ne, wir gucken hier nur mal Willkommen rein. Willkommen in unserem Castrum. Arif hat mir von dir erzählt. Er sagte, dass du versuchst, den Durchgang nach Bastengar freizulegen. Kann ich darauf vertrauen, dass das Ding an deinem Arm sicher für uns ist? Ja, ich habe mich darum gekümmert. Es sollte kein Problem darstellen. Gut, ich bin der alte Siebte. Ich versuche hier sozusagen für Ordnung zu sorgen, aber... Der alte Siebte, Cousin vom Scheppenzähne. Die Phantome sind überall. Und viele meiner Leute saßen in der Wildnis fest, nachdem unsere Brücken zusammengebrochen waren. Wir arbeiten daran, ihnen sozusagen einen Weg zum Überqueren zu verschaffen. Aber ich fürchte um unsere Zukunft. Ich versuche, Bastengar zu erreichen. Mit meinen Kräften bin ich vielleicht in der Lage, das Tor aus dem Sand zu heben. Wenn die Ritter noch dort sind, könntet ihr Hilfe finden. Ich werde warten, bis ich sie sehe. Aber du bringst Hoffnung. Und das ist ein Anfang.
Okay. Gibt es etwas, das ich für euch tun soll? Ich habe da etwas, das dich sicher interessieren würde, sozusagen. Die Phantome da draußen scheinen im Moment seit der Wächter. Nee. Das ist, glaube ich, schon gar kein Bock. Ich muss gehen, ne? Bitte komm wieder, wenn du Fragen hast. Lass uns eine Story weitermachen und dann gucken wir. Was mit dir, Arif? Schön, alter dich zu sehen. Kumpel. Konntest du den Gauntlet stabilisieren? Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich ihn kontrollieren kann. Kannst du dir da sicher sein? Ein Artefakt wie dieses? Ich würde mich das nicht trauen. Der Durchgang nach Bastengar hinter dem verschütteten Tor, ist das ein sicherer Weg? Sicher? Nach so vielen Jahren ist es wahrscheinlich, dass dich schreckliche Phantome erwarten. Ich komme wieder, wenn ich bereit bin, das Tor zu öffnen. Okay. Ja, dann holen wir erstmal unseren dritten Splitter. Sei vorsichtig in der Nähe des Splitters. Die Phantome werden davon angelockt. Ja. Altitude. Ich dachte, es wäre ein Abgrund, aber das haben wir nur dunkel, also Schatten. Hat sich unsichtbar gemacht. Da. Mjölnir ins Gesicht. Oh, 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 oh. Was wollt ihr denn jetzt alle? Granate. Sollte die Dorfbewohner vor weiteren Angriffen der Phantome bewahren. Du hast gerade einen Essenzkern erhalten, ja. Damit kann man Dinge verschmelzen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Da hier, verschmelzen. Wird direkt angezeigt. Ah, okay, mit dem Zeichen. Die kann man verschmelzen. Was auch immer das tut. Ich verschmelze mal. Nach dem Zerschmelzen generierst du... Ah, okay. Der wird dann... verbessert? Alter, ich raff hier überhaupt nichts. Viel zu kompliziert. Wir müssen zum Amboss gelangen. Dort können wir den Gauntlet umschmieden. Dann bekommen wir die Kraft, weiter in die Luft zu springen. Dieser Gauntlet steckt wirklich voller Wunder. Wir kennen erst einen Bruchteil, zu dem er fähig ist. Ja. So, wo müssen wir hin? Dann gehen wir mal da rein. Was ist mit dir denn? Können da drüben ja das Tor aufmachen. Gucken wir mal, was das bringt. Der Gauntlet ist nicht in der Lage, das zu tun. Ah. Wir brauchen mehr der verlorenen Stücke. Die da wären.
Ja, okay, wir müssen erstmal zu einem Amboss. Wo ist denn die Karte? Hier, Karte. Da ist der nächste Amboss. Markierung. So. Der da. Ach so, ja klar. Den haben wir ja erst vor kurzem hier aus dem Boden gestampft. Gauntlet-Verbesserung. In diesem Menü findest du den aktuellen Zustand deines Gauntlet. Jetzt, wo du die nötigen Teile gesammelt hast, kannst du eine seiner Fähigkeiten verbessern. Okay. Genieße diese Luftsprints. Mehr zweimal als gedacht. Sprinten. Cool. Ich spüre ein weiteres Stück. Unter großen Ruinen. Wir müssen danach suchen. Aber da ist noch etwas anderes. Etwas Seltsames. Es wartet auf uns. Lass uns vorsichtig weitermachen. Hm. Das erstmal zu Arif. Noch ein Ersatzbein. So, Arif. Was geht, Alter? Ich habe begonnen, den Gauntlet neu zu schmieden, Arif. Und sowohl ich als auch das Relikt bleiben in einem Stück. Verzeih mir meine Skepsis, aber dieser Gauntlet macht mich immer noch nervös. Sag, wie weit ist die Hauptstadt von Bastengar entfernt? Du willst nach Litesta? Von Bastengar aus gibt es eine sehr einfache Route dorthin. Aber zuerst musst du das Tor anheben, richtig? Es könnte also nützlich sein zu wissen, dass sich ein Stück des Gauntlet in einer Burgruine westlich von hier befindet. Zumindest wurde mir das gesagt. Ich danke dir. Ich werde diesen Ort durchsuchen. Hab ich schon. Oder? Nee. Winzigen Zufluchtsstellen des Stehenspferdepreises. Ich habe ganz sicher. Boom. So. Ja, hier haben wir wieder was. Also, ich glaube, wenn ich slide, brauche ich gar nicht B drücken, ne? Zum Aufsammeln. Da war was, da war was. Wusch, wusch und zack, Fallschaden. War da wirklich Fallschaden? Ich dachte, da wäre keiner. Oha. Muss gleich nochmal testen. Nein, okay, gut. Gauntlet hört das Echo eines Ambosses. Gut, gut. Hab schon gedacht. Oh, hier. Was sagst du zu dem Spiel? Ich kann mich noch nicht so wirklich entscheiden, ob ich das zocken will oder nicht. Seite der Schlucht. Ich kann spüren, die Idee ist gut, dass ich schon einmal dort viel zu viel bin. Ich glaube, dort liegt ein großes Stück des Gauntlets. Vielleicht können wir damit das Tor der Ritter entdecken. Bin auch noch hin und her gerissen. Ah, gut. Da bin ich ja zufrieden, dass meine Einschätzung noch einigermaßen funktioniert. Ja, also mich hat es noch nicht vom Hocker gerissen. Ich meine, es hat coole Elemente, es ist cool gemacht, aber irgendwie... Das hat jetzt nicht so den Charakter, oh geil, Alter, das muss ich spielen. Also so gar nicht bisher. Okay, knapp.
hier versteckt sich was. Auch das ganze Crafting-System, ne, und Aufleveln, Gedöns. Also, ist mir viel zu kompliziert. Oh, was Größeres. Hörst du auf? Mehr versprochen davon. Also der Trailer damals sah schon ganz cool aus und jetzt war ja mein Sohn für eine Woche da. Der guckt dann immer auf Kinder-YouTube Checker Tobi. Und da war eine Folge Checker Tobi da ist etwas in der Nähe. Guckt sich mal die Welt der Spielekonsolen an. Ja, und dann war der in einem Frankfurter Studio und hat da mitgeholfen, ein Spiel zu entwickeln. Und es war zufällig genau das Spiel hier. Ich habe erst gedacht, was ist das für ein Spiel? Irgendwie kenne ich das. Und dann waren da so ein paar Szenen. Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, das ist es. Ja. Tatsächlich das Spiel, ne? Ja, war da noch was. Ein Amboss. Da können wir uns ausruhen und stärken. Hinten drin oder was? Ein Forscher. Da drin ist es gefährlich. Komm hier rüber. Warte. Erstmal gucken. Aha. Tudum. Was machst du eigentlich hier? Du siehst nicht so aus, als wärst du zu Forschungszwecken hier. Was soll das denn heißen? Entschuldige bitte. Ich kann nicht so gut mit Menschen. Meine Frau und ich haben hier die Bibliothek durchforstet, als die Brücken einstürzten. Aber wir trauen uns nicht weiterzugehen. Wir haben ein riesiges Phantom in der Kathedrale gesehen. Wenn du weißt, was gut für dich ist, solltest du da nicht reingehen. Danke für die Warnung. Aber es gibt dort etwas, das ich brauche. Ich werde es töten. Sag bloß nicht, ich hätte nicht versucht, dich aufzuhalten. Aber lass mich mal überlegen. Ich habe diese alten Dokumente gefunden, die wie eine Anleitung zur Herstellung eines Essenzsteins aussehen. Demnach kann der Stein die Haltung eines jeden Phantoms brechen. Was auch immer das bedeutet. Steine nerven vielleicht auch ein findest bisschen. Du eine Verwendung dafür. Das Ausrüsten, und Vergleichen und Machen tun. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Ich werde jetzt gehen. Viel Glück bei deiner Forschung. Aktive Formel 2. Verschmelzen haben wir. Aber wir haben was zum Verschmelzen. Dann verschmelz! Erhöht den Schaden dieses Angriffs. Kristallisiert deinen Gegner mit mäßiger Wahrscheinlichkeit. K.
Kann ich das austauschen hier? Ja, ganz simpel. 3, 5. Okay. So, hier drin sagst du. Gehen wir mal gucken. Was ist das schick hier? Was kostet das kalt? Da ist was. Hier. Im Sand. Da war was. Bleib auf der Hut. Das ist es. Das wichtigste Stück, Hebestück, das wir brauchen, um das Tor der Ritter zu öffnen. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Splitter. Dann können wir sie in den Gauntlet einschmieden. Dieses Stück ist mit den Erinnerungen dieses Ortes verknüpft. Das gleiche Konzept, oder? Ich sehe die Vergangenheit wie rieselnden Sand auf einer Düne. Das solltest du auch. Warte. Was passiert hier? Vor 10 Jahren begehrten die Ritter von Bastengar gegen uns auf. Sie erwarteten uns in ihrer größten Festung in Kaladrias. Eine Festung, unbezwungen seit Jahrhunderten. Doch ihre Hoffnung war trügerisch. Und ihr Mut war größer als ihr Verstand. Ich hatte sie vor ihrer Torheit gewarnt. Gewarnt, dass ich gezwungen wäre, sie niederzuschlagen. Doch sie hörten nicht auf mich. Telos forderte die Säuberung. Und ich tat, wie geheißen. Der Kampf brach los. Und wir waren weit überlegen. Doch die Ritter hatten eine geheime Hoffnung. Ein Gauntlet aus der ältesten Zeit. Angefüllt mit Macht, die meiner ebenbürtig war. Doch es war eine trügerische Hoffnung. Denn der Gauntlet konnte nicht geführt werden. Er war nicht bereit und wandte sich gegen sie. Das Symbol ihrer Hoffnung fiel. Und mit einem einzigen Lichtblitz nahm es ihnen alles. Die Rebellion war gescheitert. Das Licht verblasste, der Sand setzte sich und Stille zog ein. Im Namen von Telos, was war das? Eine Vision aus der Vergangenheit. Die Ritter von Bastengar haben den Gauntlet benutzt. Aber sie hatten keine Führung. Das brachte ihnen nur den Ruin. Ich fürchte, ich werde ihr Schicksal teilen. Nein. Wir haben begonnen, das Relikt umzuschmieden. Uns wird es keine Schwierigkeiten einbringen. Nimm das Stück, damit wir diesen Ort verlassen können. Aber sei vorsichtig. Etwas lauert uns auf. Irgendetwas lauert uns auf. Schweifbrenner.
Vorstellung, Träger des Gauntlet. Ich hatte schon befürchtet, wir wären geschlagen. Dieser Kampf, er hat eine Erinnerung freigesetzt. Wir können den Sand auf eine andere Weise nutzen. Umhülle deine Arme damit. Du kannst damit kämpfen. Mhm. Sandfaust. Perfekt, um einzelnen Gegnern extrem hohen Schaden über Zeit hinzuzufügen. Ja, mach halt. Jede Waffe hat bestimmte Stärken, jawohl. Ah. Okay. Ich kann ja nur zwei Waffen gleichzeitig. Schaden. Oh, macht viel mehr Schaden als die Nebenwaffe. So. Verfügbare Sets. Du kannst ein Set mit den Essenzsteinen, den Waffen und dem Amulett deiner Wahl speichern. Mhm. So. Ja, ja. Also. Irgendwas verschmelzen oder so? Den kann ich verschmelzen. Okay. Die kann ich verbessern. Naja. Mal weiter, ja. Kristallfaust. Das ist, glaube ich, noch besser, oder? So. Nehmen. Und jetzt kann ich da raus. Ne, muss ich wieder. Wieder zurück. Es muss ein Amboss in der Nähe sein. Der Gauntlet fühlt ihn. Ich fange langsam an, diesen Ort zu mögen. Ich werde jetzt gehen. Viel Glück bei deiner Forschung. Okay, Amboss. Irgendwo muss ein Amboss sein. Diese Figuren, sie sind so königlich. Das müssen die Ritter von Bastengar sein. Diese Burg muss eine ziemlich große Festung gewesen sein. Die Ritter der Kokosnuss. Bevor sie dem Boden gleichgemacht wurde. Ist das der Ort aus der Vision? Vom Amboss? Ja. Die größte Burg der Ritter. Bevor Telos mit seiner Säuberung kam. Ja, aber ein Amboss. Nee.
sieh nur. Die eigenartige Energie, die ich fühle, sie kommt von da. Von wo? Du bist geschwächt. Pass auf. Danke für den Hinweis. So. Die Energie kommt hier von hier. Oh, what? Diese Statue. Sie sammelt Essenz für Telos. Benutzen wir sie für uns. Mhm. Telos-Altare können zerstört werden, indem die leuchtenden Risse auf seiner Oberfläche angegriffen werden. Durch ihre Zerstörung erhältst du eine großzügige Menge Essenz. Irgendwas. Da oben. Oh. Wie kann ich denn da hoch? So. Warum hat er nicht geschlagen in der Luft? Hä? Ich kann höchstens. Ah, jetzt habt ihr nur noch die Sandteile. Okay, warte, gehen wir nochmal hoch. Oh, da hinten ist was im Sand. Schlägt er nicht, wenn ich da oben bin. Okay, warte mal. Was ist das jetzt? Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich kann es wieder tun. Sieh mal, ich habe noch ein Stück des Gauntlet. Es ist noch nicht alles verloren. Wir? Arif und du? Dieser Feigling hat uns verlassen, als wir ihn am meisten brauchten. Der große Anführer. Möge er im Sande verrotten. Schwester, bitte. Nein, Valerie. Sieh, was passiert ist. Wir können nicht noch einmal alles riskieren. Die Ritter würden es nicht überleben. Die Ritter werden nicht überleben, wenn sie sich verstecken und in der Dunkelheit verschwinden. Diese Waffe ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Oder unser Untergang. Das könnte der Grund sein, warum Arif alles hinter sich gelassen hat. Denk mal drüber nach! Mhm. Valerie und ihre Schwester... Nee, jetzt nicht nochmal. Wir... Nein. Die... Oh. Ja, dann hab ich hier was gesehen. Valerie und ihre Schwester... Kendra? Worüber haben sie sich gestritten? Es ging um das Chaos, die Verwüstung. Sieh dich um. Dieser Ort hat schon mehr als eine Tragödie durchlebt. Woran erinnerst du dich? Meine Erinnerungen sind noch immer unvollständig. So. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das Ding da oben kaputt machen. Schlägt nicht, wenn er da oben ist. Ah, wisst ihr was, Leute? Mir gefällt das Spiel ja so gar nicht, ne? Ich würde sagen, wir hauen hier ab.